Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und diese Folge wird nicht präsentiert von... Folge wird präsentiert von XY. Ja, nee, machen wir nicht. Sondern diese Folge ist etwas Besonderes. Denn der Franz war unterwegs. Das ist jetzt mal nicht so besonders. Eher so normal, ja. Eher so normal. Also wenn man ihn erreichen möchte zu Hause, dann ruft man ungefähr 40 Mal an und davon geht er einmal ans Telefon, weil er sonst nicht zu Hause ist. Naja, schlicht und ergreifend. Habe ich dir schon mal gesagt, per E-Mail bin ich leichter erreichbar, da bin ich überhaupt sehr erreichbar. Da hatten wir kürzlich eine Diskussion darüber und ein Gespräch. Nein, eigentlich ist er gut erreichbar, wenn er denn zu Hause ist, aber er ist halt oft unterwegs, also das ist auch nichts Besonderes. Aber das Besondere ist diesmal, dass du dein Aufnahmegerät ausgepackt hast, auf den Tisch gestellt hast und Nee, ich habe nicht gestottert. Du hast nicht gestottert und auch nicht gegähnt, sondern gegessen. Entschuldigung, das war jetzt politisch unkorrekt, Menschen gegenüber, die stottern. Das ist, ja, die können nichts dafür. Ich glaube, das verstehen die auch. Aber du hast da gegessen. Und, Unter anderem, ja. Ja, und sehr hast da gegessen. Und zwar sehr lecker gegessen und hast das Ganze aufgenommen. Wer jetzt aber glaubt, jetzt gibt es eine halbe, dreiviertel Stunde nur Geschmatze von Franz. Ich schmatze doch nicht, wenn ich esse. Das ist aber lecker. Nein, er hat da nicht alleine gegessen, sondern mit wem hast du denn da gegessen? Ja, also wir haben ja vor kurzem über genau dieses Schiff schon mal eine Episode gemacht, nämlich über die Silver Nova, das neueste Kreuzfahrtschiff von Silversea Cruises. Ich war jetzt aber nochmal an Bord und zwar zusammen mit dem Europachef, mit Andreas Nüssel, den ich schon auch schon von seiner Zeit vor Silversea lange kenne. Also wir duzen uns, wir sind Freunde. Und wir waren also jetzt wirklich mal ein paar Tage zusammen nochmal unterwegs, um uns ja das ganze Kulinarik-Konzept an Bord anzusehen, also nicht nur anzusehen, sondern vor allem auszuprobieren und so ein bisschen durch die Restaurants durch zu essen und eben auch über das besondere Restaurant- und Kulinarik-Konzept von Silversea zu sprechen, weil das nämlich wirklich was Besonderes, was es so in der Kreuzfahrtbranche in der Intensität, glaube ich, nirgendwo sonst gibt. Das heißt, wir hören uns das Interview an, wir lehnen uns zurück. Du und ich, so wie unsere Hörerinnen und Hörer auch, hören uns das Interview an und danach melden wir uns wieder. Ja, weil ich genau genommen noch nicht mal ein Interview, sondern wir haben uns wirklich nett zusammengesetzt und haben uns einfach unterhalten über das Ganze, ne? Über Restaurants, über dieses spezielle Konzept, das Salt heißt, auch über Landausflüge, die damit zusammenhängen, über Bars und besondere Cocktails. Also wir haben uns einfach wirklich nett unterhalten und dabei habe ich ihm einfach so die ein oder andere Information so ein bisschen rausgelockt. Ich bin sehr gespannt. Wir hören rein. Andreas. Franz. Wir sind nochmal auf der Silver Nova. Wir waren ja schon mal zusammen hier. Ich habe ja auch schon mal ein Video, auch einen Podcast zur Silver Nova gemacht. Heute wollen wir uns mit dem Thema Kulinarik beschäftigen, weil ihr habt ja da ein ganz, ganz besonderes Konzept, das Salt-Konzept. Da kommen wir gerne. Wir sitzen hier auch in der Salt Kitchen, also in einem speziellen Restaurant, das wirklich für dieses Konzept entwickelt wurde. Ja, genau so kann man das sagen. Also wir reden über Kulinarik auf der Silver Nova, aber jetzt reden wir erstmal über dich. Wer bist du eigentlich? Ah ja, guten Tag. Andreas Nüssel ist mein Name. Ich bin im Hause Silversea für den europäischen Markt zuständig und freue mich sehr, lieber Franz, dass du bei uns bist. Und wir kennen uns schon ewig, schon lange bevor du bei Silversea gearbeitet hast. Deswegen duzen wir uns und fangen jetzt auch nicht an, für das Video irgendwie uns komisch zu siezen. Nein, lass es bitte. Wir sind per Du und bleiben dabei. Ja, ich glaube, sonst würde sich das wieder während des Interviews umswitchen. Wird mich nicht davon abhalten, dir die ein oder andere kritische und böse Frage trotzdem aber zu stellen. Immer her ganz damit. Ganz im Gegenteil. Immer her damit. Lass uns mal, bevor wir zu Salt-Konzept und zur Salt-Kitchen kommen, ein bisschen allgemeinen Überblick machen. Was habt ihr an Restaurants auf der Silver Nova? Ja, wir haben verschiedenste Restaurants an Bord der Silver Nova. Wir haben neben dem allseits sehr beliebten Room Service 24 Stunden, also für das kleine Filet Mignon nachts um 2:30, wenn es denn gewünscht wäre. Ja, also nicht für mich, aber gerne jeder. Alles können, nichts müssen. Haben wir noch andere Restaurants wie das Atlantide. Das ist in erster Linie ein Restaurant für die Gäste, die Fisch und Steaks mögen, Lobster Tails, ähnliches. Also so ein bisschen klassisches Hauptrestaurant. Klassisches Hauptrestaurant. Wir haben neben dem Salt Kitchen, in dem wir uns gerade befinden, da kommen wir aber nachher noch dazu, eine Neuigkeit, wir haben den sehr beliebten Grill mit dem Hot Stone, wo man sein Filet Mignon, seine Tiger Prawns auf dem heißen Lavastein selber zubereitet. Haben wir vor ein paar Tagen ja mal gemacht. Wir sind ja zusammen ein paar Tage unterwegs, um wirklich die Restaurants auch auszuprobieren zusammen. Weil ich möchte auch über nichts reden, was ich nicht ausprobiert habe. Das ist ja richtig so. Wichtig. Und das war schon ganz spannend. Also diesen Stein vor sich zu kriegen, man merkt schon, wenn man mit der Hand näher kommt, ist es so heiß, dass man besser nicht hinlangen sollte, sich da sein Steak drauf selber zu grillen. Fand ich erstmal ehrlicherweise eine komische Idee. Ich dachte mir, ich bin
bin in einem Top-Restaurant, warum muss ich jetzt mein Steak selber grillen mit dem Risiko, dass ich es kaputt grill, weil es zu heiß ist oder zu kurz drauf ist? Aber das Fleisch war jetzt, so wie ich es erlebt habe, in einer dermaßen guten Qualität, das kriegt man überhaupt nicht das kaputt. Das kriegst du nicht tot gegrillt. Also, und abgesehen davon, also das ist jetzt auch wieder die Qual der Wahl. Also wenn du sagst, nö, ich möchte gern irgendwie ein wunderschönes Stück Fleisch gegrillt zubereitet bekommen, dann bekommst du das. Aber ich glaube, die Atmosphäre gerade hier in dem The Marquis, wo wir ja sicherlich auch noch, wo du Bilder ja gemacht hast, ist ein so unfassbar schönes Restaurant. Halb Open Air, um es mal so zu formulieren. Und dann diesen heißen Lavastein mit dem Fleisch, mit der Gesellschaft, mit einer guten Weinbegleitung, ist großartig. Du nimmst mir das gerade so ein bisschen vorweg. Also Marquis ist... Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer, so Superlative zu äußern als Journalist. Man versucht ja immer kritisch zu bleiben. Aber für mich ist es Marquis tatsächlich das schönste Restaurant, was ich auf einem Kreuzfahrtschiff kenne. Gerade auch dieses Open-Air-Konzept. Also die, die uns jetzt im Podcast zuhören, wir machen ein Projekt, wo wir Podcast und Video gleichzeitig machen, die uns im Podcast zuhören, einfach mal die Bilder wirklich auf der Website angucken. Im Video, glaube ich, zeigen wir gerade parallel ein paar Bilder dazu. Finde ich ein wunderschönes Restaurant. Mhm. Ich glaube, ihr seid selber so ein bisschen überrascht gewesen, wie gut das bei den Kunden, bei den Passagieren ankommt. Ich glaube, ihr denkt bei der Silver Ray, also bei dem nächsten, bei dem Schwesterschiff für die Silver Nova, gerade auch so ein bisschen drüber nach, wie ihr das etwas regensicher hinkriegt. Wir waren ja, war das heute oder gestern? Heute früh Morgen, ganz bisschen, kurz. Heute früh ja. Hat es ein bisschen geregnet in der Früh. Mhm. Da konnten wir uns nicht direkt in diesen schönsten mittleren Bereich reinsetzen vom Marquis. Ihr denkt da so ein bisschen drüber nach einer Lösung, vielleicht auf der Silver Ray noch attraktiver zu machen, um ja, irgendeine Art von Regenschutz hinzukriegen, ohne die Atmosphäre da drin kaputt zu machen. Also ich glaube, kein Regen der Welt kann die Atmosphäre kaputt machen da oben. Aber es wird ein bisschen nass. Es wird ein bisschen nass vielleicht, das mag sein. Nein, es zischt so komisch auf der Grillplatte dann. Gut, der ist ja nicht immer dran. Nein, es ist schon so, dass gerade hier bei den Prototypen wie Silver Nova, der ja innovativ vom Bereich der Technik bis hoch zum Aufbau, sprich asymmetrischer Aufbau des Schiffes, was ja völlig neu ist, ja. Werden wir auch sicherlich da eine Möglichkeit finden, innovativ vorzugehen und dann diesen Bereich etwas regengeschützter zu machen. Das wird auch vielleicht auch noch für Silver Nova passieren, weil nächstes Jahr ist Silver Nova in Alaska. Also bis dahin sollte irgendwas geschaffen sein. Obwohl es ein Gerücht ist, dass in Alaska immer schlechtes Wetter ist. Nein, ist es nicht. Kommt halt mal vor. Kommt mal vor und für den Fall sind dann auch die Gäste herzlich eingeladen, da oben zu essen, weil es dann sicherlich auch in irgendeiner Form einen Regenschutz gibt. Ja. Natürlich. Machen wir den Restaurants noch weiter. Wir schweifen ja ständig. Ja, also Marquis, um das zu komplettieren. The Marquis ist also nicht nur The Grill, das ist zum ersten Mal eine Kombination aus im Endeffekt drei sehr beliebte Restaurants. Das ist eben der Pool Grill tagsüber, wobei das Marquis nicht direkt am Pool ist, was aber auch sehr, sehr schön ist. Dann eben der Hot Stone Grill für den Abend und auch gleichzeitig unsere sehr beliebte Spaghanapoli Pizza. Wird alles in diesem Bereich serviert. Und der Marquis, muss man dazu sagen, ist auch der Bereich, da sind wir sehr innovativ und modern. Das gesunde Frühstück, wir hatten heute Morgen das Vergnügen. Ich habe selten so gesunde Sachen gegessen. Ich fühle mich voller Power. Ja, was ich spannend finde, es ist gesund, aber es ist trotzdem gut und man kriegt da trotzdem auch mal ein kleines Häppchen mit Nutella und Erdbeere. Natürlich. Ist jetzt nicht ultra gesund, aber es ist eine kleine Portion insofern. Also ja, hat mir gut gefallen. Also ist so dieses gesund, das trotzdem schmeckt. Ja, genau. Was sich ja oft ausschließt gegenseitig. Ist das so? Vielleicht esse ich zu selten gesund. Nein. Ja, ne, so ab und zu ist es schon so, dass man halt dann einfach Abstriche machen muss. Man will gesund, aber dann ist halt nicht ganz so toll wie... Ne? Ja. Nein, also dann eben Marquis zum Frühstück gehen, weil dann merkt man auch, dass Gesundheit schmecken kann. Ja. Dann gibt es des Weiteren noch Restaurants. Wo waren wir? Wir hatten Atlantide, wir hatten Salt Kitchen, wir hatten das Marquis, wir hatten Salt, The Chef's Table. Da reden wir gleich noch ausführlich, das ist ja Teil von dem Salt-Konzept. Wir haben unser japanisches Restaurant, Kaiseki. Mhm. Wir haben unseren Spezialitätenfranzosen, La Dame. Mhm. Und natürlich das sehr beliebte La Terrazza, was eben das einzige Restaurant ist, auch wo ich morgens und mittags Buffet bekomme, was... Mhm. unseren Gästen aus Europa sehr zu Pass kommen. Also im Grunde das Buffet-Restaurant des Schiffs. Mhm. Allerdings abends wandelt es sich natürlich zum hervorragenden Italiener. Und da wir ja natürlich eine europäische Herkunft haben, wissen wir, wie sehr unsere Gäste auch Freiluft speisen mögen. Und deswegen in einer wunderbaren Freiterrasse mit Blick auf die Heckwelle beim Aussegeln dann eben. Finde ich ja fast zu klein, ehrlicherweise. Ich glaube, könnte man größer machen. Hätte man größer machen. Ja, aber... Also immer so ein bisschen eine schwierige Balance. Dafür gibt es zeitlich diese große Ausbuchtung verglast, wo man quasi auch ganz hinten am Heck sitzen kann, aber überdacht. Genau. Ja, es ist so eine schwierige Balance. Wir werden es heute Abend sehen. Europäer wünscht man sich da noch mehr Platz da hinten raus. Ja, aber ich sag mal, das Schiff, es wird sehr gut angenommen. Und nachdem das Schiff ja an sich so gebaut ist, dass eigentlich so viel Freifläche vorhanden ist, dass sich eh alles immer sehr, sehr stark verläuft. Ich glaube, an Freiflächen kann man auf diesem Schiff... Das stimmt. Das ist mir eine Sache, die mir jetzt wirklich in den Tagen, wo wir an Bord sind, aufgefallen, dass du
eigentlich, also jetzt, wir sitzen jetzt hier gerade an dem Seetag. Gut, wir haben uns ins Restaurant geschlichen, wo kein Betrieb ist, damit wir uns hier in Ruhe unterhalten können. Aber am Seetag ist jetzt auch am Pooldeck oben, obwohl es richtig, richtig warm ist. Wir sind in Casablanca, also da haben wir ein bisschen Temperatur draußen. Trotzdem, also man findet immer überall eine Liege, man findet einen schönen Sitzplatz im Schatten, man findet einen in der Sonne. Das hat mich schon überrascht, weil es ist schon ein relativ großes Schiff, aber es sind eben 728 Passagiere. Das verläuft sich erstaunlich gut, auch am Abend in den Bars. Man kommt nie in eine Bar rein und sagt, oh, da ist ja gar kein Platz mehr. Man findet eigentlich immer, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ja. Und ähnlich mit den Restaurants, wobei bei ein paar Restaurants muss man, glaube ich, reservieren. Also es sind so ein paar kleinere, die kostenpflichtig sind zum Teil. Richtig. Was habt ihr, das Kaiseki am Abend, La Dama am Abend ist reservierungspflichtig. Das französische, genau. Dann the famous Salt Chef's Table. Ja. Das ist auch das zuschlagspflichtig und ansonsten sind alle, ja gut, zu reservieren, aber nicht unbedingt zuschlagspflichtig. Was besonders wichtig ist für uns, weil dieses Konzept Salt auf diesem Schiff in Reinkultur gelebt wird und da reden wir ja noch gleich drüber. Ja. Das Hauptrestaurant Salt Kitchen ist nicht reservierungspflichtig, kostet auch keinen Aufschlag, weil wir natürlich auch mit der Architektur dieses Schiffes, diese Nähe zur Natur, die Nähe zur Destination, das ist ja auch dieses asymmetrische Design, offen zum Meer hin leben und das ist dann im Einklang. Marketing-Sprechende. Danke. Nein, aber wir sind jetzt genau mitten angekommen in der Salt Kitchen bei dem Salt-Konzept. Mhm. Wir reden ständig von Salt, da geht es ja nicht um Salzen. Also nein, ist eine Abkürzung. Wobei, steht für Sea and Land Taste. Ja. Was genau steckt denn da dahinter? Was ist die Idee? Die Grundidee hat unsere Präsidentin, CEO und Präsidentin Barbara Muckermann zusammen mit Adam Sachs aus New York, einem sehr renommierten Gourmet-Journalisten, ausgeklügelt, indem man versucht... Gut, ja, Journalisten mitreden. Journalisten dürfen mitreden. Das lohnt sich. Richtig. Wir haben auch einen Food Anthropologist eingestellt. Da bist jetzt du wieder derjenige, der es besser übersetzen kann. Aber ja, Food Anthropologist ist glaube ich, ein ganz schwieriges Wort zu übersetzen, weil das Wort Food ist schon im Deutschen schwer zu übersetzen, richtig. Weil das Wort Essen trifft es nicht so richtig. Also Kulinarik-Historiker vielleicht, sowas in der Art. Ja, ich würde jetzt in meiner Lebenswelt sagen, jemand, der sich wirklich mit der Historie des Genusses in der jeweiligen Destination ausgeht. Ja. Also wäre dann die Formulierung. Ist fest angestellt. Und das ist natürlich großartig. Und wir haben versucht, weil ja so viele Reedereien auch darüber sinnieren und es auch offen aussprechen, dass man sehr authentisches Essen an Bord eines Schiffes anbietet, ist man hier nochmal einen Schritt weitergegangen. Es geht also du sprichst den Trend an, dass man sagt, man will dort, wo das Schiff gerade fährt, die regionale Küche zumindest teilweise in den Restaurants auf die Menükarten bringen. Genau. Das machen ja in der Tat einige Reedereien inzwischen. Ihr treibt es eben mit Salt noch ein bisschen weiter. Es geht ja nicht nur darum, dass man am Abend das haben kann, sondern es geht, wie sage ich das jetzt, wer sich für Kulinarik interessiert, dem geht es darum, etwas zu lernen, sprich wir bieten Kochkurse an. Dem geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, in die Destination einzutauchen, Ausflüge zu machen. Es sind spezielle, kurierte Salt-Ausflüge mit dabei. Die sind ganz speziell, gehen zu Farmen, Agrarkulturen, wo normalerweise keiner hinkommt. Da haben wir natürlich auch mit der Kombination mit Adam Sachs und an allen beteiligten Kollegen auch sehr, sehr guten Zugang. Und dann gibt es natürlich auch, ganz wichtig, die Salt-Bar. Weil es da reden wir gleich nochmal drüber. Reden wir nochmal separat. Gehört aber nämlich zusammen in dem Moment. Ja, klar, gehört dazu. Aber, Und dann ist es so, dass es für jede Reise hier im Salt Kitchen ein Voyage-Menü gibt, also ein Menü der Reise. Das sind die Highlights aus möglichst allen Häfen, die man anläuft. Das heißt, wir fahren jetzt hier von Barcelona über Palma de Mallorca, ich glaube Valencia war noch sowas dazwischen. Ja. Wir sind Mallorca zugestiegen, sind jetzt nach Marokko und enden dann in Lissabon. Mhm. Das heißt, dieses Voyage-Menü bezieht sich dann eben jetzt auf Spanien, Kanaren, Marokko, Portugal. Genau. Ist eigentlich eine relativ große Range an verschiedenen kulinarischen Einflüssen. Ich habe jetzt gerade das große Vergnügen gehabt, auf einer Grand Voyage, eine sehr lange Reise, 65 Tage, durfte ich das Pre-Dinner begleiten und die Gäste begrüßen und die gehen auf eine 65-tägige Mittelmeerkreuzfahrt mit Silver Moon, auf der auch Salt angeboten wird. Also du könntest quasi wirklich einmal den kulinarischen Streifzug die komplette Mittelmeerküste entlang machen und da ganz tief eintauchen. Und dann eben dieses Voyage-Menü, wäre ich auch gern dabei. Dieses Voyage-Menü ist das eine und dann gibt es eben die täglich wechselnde Karte. Und die ist ganz speziell auf den Hafen, in dem das Schiff gerade liegt, zugeschnitten. Ich hab ein Beispiel, wenn ich dir das sagen darf. Das ist natürlich immer so eine... Es gibt ja Situationen, da fängt man immer so ein bisschen mit Schwitzen an. Ich war in Lissabon bei der Taufe der Silver Dawn. Und ich hatte zwei Gäste aus Lissabon selber da. Und natürlich, wir waren Salt Kitchen. Und was gab es?
typisch, wie sagt man, Lissabon-Essen? Fällt mir jetzt nicht besser das ein. Gericht, was dort ein Gericht, was daher kommt. Oder verschiedenste Gerichte. Und ich habe mir dann erlaubt, nach dem Abendessen bin ich zu den Gästen hingegangen und habe mir dann ganz mal höflich die Meinung, gut, hat es in euch denn geschmeckt? War es so, wie ich es euch vorgestellt habe? Weil das ist ja dann schon die Königsklasse, jemand was anzubieten, was er kennt. Ja, ja, also du kommst zu mir und fragst mich, hat die Weißwurst geschmeckt? Ja, genau so ist es. Oder bei mir das fränkische Schäuferle. Ja. Benchmark, nein. Und dann kam der Kommentar und in dem Moment war ich dann restlos überzeugt, ja, dieses Gericht hat genauso geschmeckt wie bei meiner Mutter. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, besseres Punktlandung. Geht nicht. Ja, und richtig. Wie kann man sowas machen? Also es ist ja nicht so. Also was wir haben ja gestern Abend hier gegessen. Ja. Was mir aufgefallen ist und was mir echt gut gefallen ist, ist, dass auf der Speisekarte, ja, wir waren eben in Marokko. Mhm. Ja, wenn man an Marokko denkt und so ein bisschen oberflächlich, dann denken wir, okay, Tajine, dieser hütchenförmige Tontopf, wo eben Hühnchen drin geschmort wird, irgendwie lange Zeit. Da haben wir, gut, ja, das ist halt so dieses platte Standardgericht oder wie ich gerade gesagt habe, ne, Weißwurst in München oder sowas. Und genau solche Gerichte waren gerade nicht auf der Karte, sondern das waren wirklich viel, viel speziellere oder was heißt speziellere, also ausgefallenere, auch sehr typische Gerichte für die Region oder für den jeweiligen Ort, aber eben nicht dieses ganz Platte, was man so standardmäßig erwartet. Was mir wirklich gut gefallen hat, also das hat für mich so ein bisschen gezeigt, dass ihr da wirklich tiefer eingestiegen seid. Das wäre eben auch die Frage, wie genau macht ihr das? Ich glaube, ihr schickt ja irgendwie Scouts voraus, damit ihr macht einen irrsinnigen Aufwand. Das ist ja, kostet ein Schweinegeld. Ja, wir sagen mal, wer A sagt, muss auch B sagen oder von A bis Z zumindest denken. Also wir haben wirklich Scouts, die werden teilweise bis zu 9 Monate im Voraus in die jeweiligen Häfen, die wir besuchen, geschickt. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Scouts, sind das Köche? Ja. Oder ja, sind Köche. Also die reisen quasi dem Schiff 9 Monate voraus? Die reisen dem Schiff 9 Monate voraus, auch teilweise mit Journalisten, dann eben die vom Adam Sachs Team, voraus und besuchen dann die Häfen, in denen wir mit dem Schiff dann entsprechende Zeit später anlegen werden. Und lernen das Kochen aber nicht beim Michelin-Star-Chef, weil der interpretiert, dieser Chef oder die Chefin, wie auch immer, es wird interpretiert und darum geht es uns ja nicht. Wir wollen ja authentische Küche haben. Das heißt, die lernen dann wirklich bei ganz lokalen, normalen Menschen die Gerichte zuzubereiten und bringen sie dann im Umkehrschluss an Bord. Da ist dann natürlich ein Trainingsprozess auch mit unserem Köche-Team hier in Sault. Und das wird dann auch verkostet und funktioniert das alles, stimmt das auch so? Dann wird's, also es ist wirklich durchdacht. Und dann erlebt man das, was wir gestern Abend hier erlebt haben. Ja, und das war, kann man nicht anders sagen, es war wahnsinnig lecker. Ist gut, ja. Ne? Also nicht nur lecker, sondern es war einfach sehr spannend, wenn man den Tag gestern waren wir in den Tangier, in dem Ort, in der Stadt verbracht hat, so ein bisschen das Flair dort aufgegriffen hat und dann am Abend zum Essen geht und Speisen kriegt, die von dort kommen. Also das setzt sich so ein bisschen das Land dann auf dem Schiff am Abend nochmal vor. Und wie gesagt, es war eben nicht so dieses, wir waren auf einem Kochkursausflug und haben da tatsächlich diese Tajine gekocht, was toll war, das zu lernen. Aber am Abend hatten wir dann eben nicht wieder die Tajine schon wieder, sondern das waren andere. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht mehr genau. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, aber es war lecker. Es war einfach lecker. Nur ganz, ganz gesponnen gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn ihr ungeplant einen Hafen ändern müsst? Da ist dann aber die Grenze erreicht. Ich glaube, da ist dann die Grenze erreicht. Wobei wir haben Sault mittlerweile in so viele Häfen ausgeweitet, dass man, glaube ich, wüsste, wo man zurückgreifen muss und dass wir da schon mal waren. Weil das Konzept ist ja nicht für Silver Nova neu, sondern es wurde ja auf Silver Moon eingeführt, was ja das erste Schiff war, was während der unsäglichen Pandemie wieder in Dienst gestellt worden ist. Und da vielleicht auch was ganz Spannendes, was Sault einfach darstellt. Es war in Griechenland, wir haben das Schiff in Griechenland in Dienst gestellt und wir hatten 60 verschiedene griechische Weine an Bord. Wow. Und das Essen, ich durfte ein paar Tage mit an Bord sein und man macht ja quasi Inselhüpfen. Das Essen war, wir kennen es von uns zu Hause, beim Griechen, es ähnelt sich alles sehr. Ja. Die naja, Speisen. Gut, das ist so dieses eingedeutschte Griechisch irgendwie. Genau, und da war es wirklich so lokal, so speziell. Und es wurde dann auch herausgearbeitet, was ist jetzt der Unterschied zwischen Mykonos und Santorini. Also als Beispielinseln. Es ist total spannend. Mhm. Es ist total spannend. Ich glaube, das ist für kulinarische Freunde, ist das ganz großartig. Und man stelle sich vor, man macht wirklich mal eine Weltreise. Silver Dawn macht eine Weltreise. Man könnte quasi jeden Abend, oder wann das Schiff im Hafen liegt, eine kulinarische Weltreise machen. Jetzt ist so diese dann wirklich speziellen Gerichte haben natürlich auch einen kleinen Nachteil. Also ihr habt ja auch viele Amerikaner an Bord. Jetzt gar nicht mal so großen Vorteil zu treffen. Es sind viele Leute, die ja auch
ja, ungern essen, was sie nicht kennen. Mhm. Mal, ne? Also Dinge, die vertraut wirken, bestellt man leichter als Sachen, die man vielleicht noch nie gehört hat. Vielleicht mal den Namen noch nicht gehört. Gestern Abend stand eins von den Gerichten, das konnte ich wirklich nicht aussprechen. Also das bestand irgendwie so aus 7 Umlauten hintereinander. Irgendwie. Also ganz, ganz seltsamer Name. Der Kellner wusste natürlich, wie man es ausspricht. Das heißt, sowas zu bestellen, gehört schon auch so ein bisschen Mut dazu. Und viele Leute wollen das eigentlich gar nicht. Also wie funktioniert denn das mit dem Publikum? Wenn du sagst, okay, wir setzen dir jetzt ein lokales, du kannst lokale Gerichte hier essen, die du aber noch nie gehört hast und gar nicht so genau weißt, wie die schmecken. Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist eine relativ schnelle Antwort. Es wird also kein Mensch gezwungen, hier in Salt Kitchen zu essen. Gut. Das heißt, wenn der Gast es wirklich vorpflegt, was zu essen, was er kennt, dann gibt es sicherlich ganz viele Restaurants, die auch entsprechende Gerichte zubereiten. Im Zweifel kann er einen Wunsch äußern oder kann der Gast einen Wunsch äußern. Nichtsdestotrotz, Salt hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Du hast es gestern gemerkt, das Restaurant war gut gefüllt. Extrem gut gefüllt. Wir haben den Platz gekriegt. Wir haben den Platz bekommen. Viele waren nicht mehr zur Auswahl. Genau. Es ist aber Gott sei Dank jeder Platz schön. Und es war ein kosmopolitisches Gästeklientel hier. Also es waren die von dir besagten US-Amerikaner, es waren Engländer hier, es waren Europäer da. Wir hatten Asiaten hier, wir hatten Australier und ich sage mal, Kulinarik verbindet, ja. Und wenn Gäste an Kulinarik interessiert sind, hat man auch ein Thema. Ich vergleiche das auch mal gern so ein bisschen mit Expedition. Auf einer Expeditionsreise in eine gewisse Destination wie die Antarktis, da gehen die Leute, weil sie genau an dieser Destination und dem, was man da sieht, interessiert sind. Es ist sofort eine Beziehung, eine Verbindung zwischen den Gästen da. Das heißt, du sagst, du hast ein Publikum oder ihr habt ein Publikum, die womöglich euch speziell buchen, weil sie dieses Erlebnis möchten? Ja, genau so ist es. Reizvoll. In der Tat. Also ich mag es sehr gern. Ja. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, den Kochkurs. Ja. Was heißt die Kochkurse? Also es ist ja eine Kochschule, die im Prinzip das Pendant zum Marquet-Restaurant ist von der Architektur, nur dass es Glas oben drüber hat, klar, für eine Kochschule. Braucht man einen geschlossenen Raum sinnvollerweise. Was mir an der Kochschule auffällt, ist, ihr habt zum einen sehr viele Plätze. Also ich glaube, es können maximal 18 Leute teilnehmen. An Bord der Nova, auf der Moon und auf der Dawn. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber es sind um die 10 Plätze. Und was mich dann überrascht hat, weil ihr steigt ja so tief in diese Kulinarik ein, diese Kochkurse sind sehr kurz. Also die sind nur eine Dreiviertelstunde. Da kann man doch eigentlich gar nicht so tief eintauchen. Warum macht ihr das? Also ich würde jetzt eher sagen, lass uns 3 Stunden kochen und wirklich so ein dreigängiges Menü richtig tief, dass ich das genau verstehe. Mhm. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich bin mir sehr, sehr sicher sogar, dass wir, vielleicht eins vorausgesetzt, also alle unsere Gäste haben jetzt mal Urlaub. Das heißt, sie kommen hier, um Urlaub zu machen, um sich zu erholen. Und 3 Stunden Kochkurs, selbst wenn ich noch so sehr kulinarisch interessiert bin, an Bord des Schiffes selber, weiß ich nicht. Also deswegen lieber klein und fein, mit viel Freude und Elan und Enthusiasmus und dann selber probieren und kosten, mit dem Chef sich austauschen, weil der Chef leitet ja den Kochkurs. Und dann eben, wenn ich so tief einsteige, wenn ich sage, heute ist so ein Thema, was mich wirklich interessiert, weil die Geografie, das Land, das Essen mich so begeistert, dann gehe ich auf einen Sold-Ausflug. Mhm. Und der geht über Stunden. Mhm. Und ob ich dann da 3 Stunden kochen muss oder zuschauen darf, am Ende des Tages geht es ja darum, dass ich weiß, wie es funktioniert und dass ich es vielleicht sogar essen darf. Mhm. Sold-Ausflug ist gleich das nächste richtige Stichwort. Geht an Land weiter. Ja. Wie sehen denn solche Sold-Ausflug? Oder was unterscheidet einen Sold-Ausflug von einem, einem anderen Ausflug, wo auch mal Mittagessen dabei ist oder so? Es ist ein thematisierter Ausflug auf kulinarische Gegebenheiten der Region. Das heißt, du tauchst in dem Moment, wenn du einen Sold-Ausflug beispielsweise in der Provence machst, du kommst nach Marseille, andere gehen nach Aix-en-Provence oder ähnliches. Wir fahren mit der kleinen Gruppe, wir reden hier wirklich von kleinen Gruppen. Klein heißt 10, 12, 15? Sowas ungefähr. Fahren wir ins Hinterland. Mhm. Auf Farmen, die von uns vorher gescoutet worden sind. Das können ganz spezielle Köche sein, die zum Teil auch super bekannt sind, wo du aber gar keine Chance hast, hinzukommen. Mhm. Da gehen wir hin. Und da lernen wir hören zu, wir probieren. Wir versuchen, die Destination mit allen Sinnen aufzunehmen. Und das geht nicht besser als über die Kulinarik. Mhm.
Gut, und weil es kleine Gruppen sind, sind die Ausflüge wahrscheinlich auch ganz gut gebucht. Ja. Weil ich denke mir jetzt, gerade wenn ich ja, du sagst, ich komme nach Marseille, wenn ich das erste Mal bin, will ich natürlich Aix-en-Provence sehen, da will ich nicht ins Hinterland zu irgendeinem Farmer und gucken, was der für tolle Rüben anbaut, egal wie toll die sind, ich bin jetzt ein bisschen gemein, ne? Sondern da wäre jetzt mein erstes Interesse, ich will dann doch eben Marseille sehen und Aix-en-Provence sehen. Mhm. Warum buchen die Leute dann die Ausflüge? Oder ist das einfach das Angebot, sagen wir mal, von den Ausflügen, von der Zahl der Passagiere? Klar, wir haben 728, es werden wahrscheinlich keine Sold-Ausflüge für insgesamt 300 Leute im Nein, Angebot nein, sein. Das funktioniert natürlich nicht, weil es soll ja auch was Spezielles sein. Aber wie gesagt, es ist ja dann, du musst es immer sehen wie so eine Pyramide, das eine baut aufeinander auf. So, und der Ausflug, man, das kommt jetzt auf die Befindlichkeiten jedes Einzelnen, aber der Ausflug ist dann so die Spitze der Pyramide. Mhm. Und deswegen wird auch die Anzahl der Gäste immer so ein bisschen kleiner. Um deinem Punkt vielleicht so ein bisschen zu widersprechen, ich habe zwei Argumente. Das eine ist, unsere Gäste, und das ist egal, woher sie denn auf der Welt kommen, sind sehr weit gereist. Das heißt, die sind sehr reiseerfahren, sind sehr kosmopolitisch, lieben das internationale Ambiente, lassen sich gerne überraschen, genießen das Leben. Und ich gehe davon aus, dass viele vielleicht schon Marseille gesehen haben oder Aix-en-Provence oder überhaupt die viele von diesen Städten oder Destinationen schon mal gesehen haben. Die wollen aber gerne wieder dahin, aber was Spezielles haben. Okay. Und manche, die vielleicht noch nie da waren, aber gerade wegen Sold eins unserer Schiffe buchen, auf denen Sold angeboten wird, wie Moon Dawn und Nova, nein, die wollen nicht nach Aix-en-Provence. Ja, okay. Wollen die nicht. Ja. Und das ist ja das Schöne immer. Ich sag mal, alles können, nichts müssen. Und dieses Sold-Thema ist hier ein Baustein, den man wählen kann, aufeinander aufbauen kann zu einer allumfassenden Kreuzfahrterfahrung. Oder Sold, kulinarischen Erfahrung. Da würde ich gar nicht von der Kreuzfahrt sprechen, weil die Kreuzfahrt an sich ist natürlich das Mittel der Wahl, wenn ich sowas machen möchte. Kann ja kein Hotel der Welt. Man könnte da mit dem Bus irgendwie die Mittelmeerküste entlangfahren. Das wäre ein bisschen mühsam. Aber von Inselchen zu Inselchen ist ein bisschen schwierig. Da wird es anstrengend mit den Fähren. Ja. Das ist so. Also ich weiß, was du meinst, aber ich sage immer, also da ist eine Kreuzfahrt, das Schiff selber vielleicht das Vehikel, um seinen Traum zu erfüllen, kulinarisch zu reisen. Ja, okay. Gut, und dann haben wir noch so eine meiner absoluten Lieblingsecken auf dem Schiff. Ja, du lachst schon wieder. Ja, aber ich weiß ja, dass du jetzt... Meine Leser, meine Zuhörer, meine Zuschauer wissen, dass ich wirklich gerne mal einen guten Cocktail genieße. Mhm. Und die Salt Bar ist da für mich natürlich der Ort. Wobei, auf dem Schiff gibt es ein paar Bars und die machen überall echt tolle Sachen. Aber die Salt Bar ist natürlich nochmal was Besonderes, weil sie in dieses Salt-Konzept reingehört. Genau. Und da finde ich es jetzt ein bisschen noch spannender als im Restaurant eigentlich, weil also im Restaurant, klar, Essen gibt es in jeder Region, was sehr speziell ist. Beim Thema Alkohol vielleicht nicht unbedingt. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich zwischen Tangier und Casablanca und zwischen, weiß ich nicht, vielleicht selbst Lissabon unterscheiden sollte, was da spezielle Alkoholika-Zutaten wären für einen Cocktail, dass man da fast schon hafenspezifische Cocktails kreieren könnte. Oder es gibt vielleicht auch Regionen, wo jetzt Alkohol nicht so im Vordergrund steht oder wo es vor allem um Wein geht. Mhm. Und ich da vielleicht, ja, man kann mit Wein auch ein bisschen Cocktail machen, aber da stelle ich mir noch wesentlich schwieriger vor, bei einer Cocktailbar diese Regionalität umzusetzen. Und trotzdem war jetzt also auf der ersten Reise, die ich hatte, waren wir im östlichen Mittelmeer. Jetzt sind wir hier im westlichen Mittelmeer bis Marokko rüber. Mhm. Die Barkarte, wie ich die angeschaut habe, gesehen, da ist kein einziger Cocktail, den ich von der letzten Reise kenne. Also der ist wirklich jetzt hier im westlichen Mittelmeer, sind komplett andere Cocktails drin. Wie kriegt man das denn hin? Ist gar nicht so schwierig. Es ist genau das gleiche Thema wie beim Essen. Wenn du mich fragst, wie bekommt ihr das hin, dass ihr jeden Hafen, wir hatten es erwähnt, wir machen Scouting. Und deswegen sage ich, Essen und Trinken gehört ja zusammen. Und um mal eine Lanze zu brechen für jemanden, der keinen Alkohol trinkt wie ich, es gibt unfassbar unterschiedliche Cocktails nicht alkoholischer Art, die trotzdem Lokalkolorit haben. Da müssen wir gleich noch was separat. Aber um deinen Punkt zu machen, es funktioniert genauso wie beim Essen. Es wird gescoutet. Und dann geht man in die Bars, die man kennt. Ich meine, die Leute, die da hinfahren, die haben eine Ahnung, die wissen auch, wo sie suchen müssen, damit sie diese Bars finden. Und dann holen wir uns dieses Know-how. Und dann werden unsere wir haben ja eigene Salt-Bar, wie nennt sich das? Barkeeper? Barkeeper, danke. Ja, wir sind so lange an Bord. Barkeeper, die werden darauf trainiert, die wissen auch genau, was sie tun. Und da gibt es dann auch verschiedene Gewürze und es hat natürlich jedes unserer Schiffe seinen eigenen Signature-Cocktail. Der kommt dann so ein bisschen raus, weil das ist der Signature-Cocktail des Schiffes.
Und das ist jetzt hier auf der Silvanova einer, wo so eine rauchige Luft, also so eine rauchige Seifenblase auf den Cocktail oben drauf gesetzt wird. Ohne Seife. Gott sei Dank. Also der ist geschmacks- und geruchsneutral, schaut aber natürlich super aus. Wäre vorsichtig, weil es hat einen Geruch. Mhm. Aber der ist komplementär zum Getränk selber. Hoffentlich, ja. Also wenn dann diese Luftblase gefüllt mit diesem Herbs und dann du trinkst dabei, dann entwickelt sich nochmal ein zusätzlicher Geschmack im Gaumen. Ja, okay. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei einem Thema, wo viele Leute das Schwärmen anfangen. Man kann sich da durchprobieren, man kann sich's erklären lassen. Ja, es macht Spaß. Und du hast gerade angesprochen, und das ist jetzt was mich auf der Reise irgendwie so zunehmend ins Grübeln bringt, also bin ich ganz ehrlich, wirklich ins Grübeln bringt und so ein bisschen in der Gewissenskonflikte nicht, aber so ein bisschen in innere Konflikte bringt. Die Cocktails gerade auf der Salt Bar, und ich habe jetzt heute nochmal an der anderen Bar, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt, oben. Die Poolbar. Wo am Abend dieser tolle Pianist immer spielt. The Dusk Bar. Nee, ich meine im Innenraum. Innen drin. Panorama Lounge. Ein Deck über dem Café. Panorama Lounge? Ist egal. Also, jetzt bin ich raus. da habe ich die Karte vorhin einfach nur aus Langeweile, weil ich auf jemanden gewartet habe, aufgeblättert, standen ja noch mal ganz andere spannende Cocktails drin. Das einerseits. Andererseits hast du gerade gesagt, ihr habt sehr, sehr intensiv das Thema nicht-alkoholische Cocktails, Mixgetränke, wie man das nennen mag, also mit nicht-alkoholischen Spirits, glaube ich, nennt man das dann. Also das sind irgendwie destillierte Flüssigkeiten, die ein gewisses Alkoholik-Spirituose, also einen Whisky oder einen Wodka oder einen Gin oder einen Rum nachahmen geschmacklich und daraus Cocktails machen. Mhm. Das gibt es jetzt als Trend natürlich an ganz vielen Stellen inzwischen. Mhm. Auch auf anderen Schiffen habe ich das schon gesehen, so intensiv wie bei euch noch nicht. Und jetzt sind wir bei meinem Konflikt. Ich trinke natürlich wahnsinnig gern echt gute Cocktails. Da habt ihr eine Menge gute auf der Karte. Und gleichzeitig ist das so eine ganz neue Welt, die ich ganz spannend finde, weil man am Abend, ja, man ist vielleicht nicht ganz so betrunken am Ende des Abends, wenn man versucht, sich durch viele Cocktails durchzutrinken, weil man einfach mal eine alkoholfreie Variante dazwischen wählen kann, die wirklich gut schmeckt. Mhm. Ist das so ein strategischer Bestandteil auch von Salt, oder ist das unabhängig davon? Nein, ich glaube, das ist unabhängig davon. Also es ist kein reines Salt-Thema. Ich denke einfach, dass auch der Trend der Zeit, und ich bin jetzt, weiß Gott, nicht in der Entscheidungsgewalt zu sagen, was kommt da an Bord und was nicht. Aber man sieht schon, dass viele Gäste auch sehr auf die Gesundheit achten und dass die Nachfrage nach nicht-alkoholischen Getränken immer weiter steigt. Und ich sage mal aus eigener Erfahrung, nachdem ich ja keinen Alkohol trinke, am Ende des Tages war es bisher immer so, dass ich an 2, 3 Getränken dann hängen blieb. Mhm. Und jetzt habe ich eine Auswahl, die ist unbeschreiblich. Und wenn du mit den Kollegen Barkeepern sprichst und sagst, überrasch mich doch mal, dann wird man das ist abgefragt. Was ich normalerweise überhaupt nicht gerne mache, aber es funktioniert. Es funktioniert gut, großartig. Also es wird abgefragt, was hättest du gerne? Dann sagst du nicht alkoholisch und dann werden die Augen, also die freuen sich selber, dass sie so viel anbieten können. Und ja, du hast es erwähnt. Also es ist für mich auch ganz beeindruckend zu sehen, dass von Gin über Malt Whisky alles in irgendeiner Form zur Verfügung steht, um einen tollen Cocktail zu mixen, der eben nicht alkoholisch ist. Für diejenigen, die sagen, ich möchte einen super Malt Whisky trinken, natürlich ist der auch da. Aber wenn es jetzt gerade um dieses Thema nicht alkoholische Getränke geht, das ist, die Nachfrage steigt einfach immer mehr und dem zollen wir auch Tribut und das sehr gerne. Und du hast die Poolbar gesehen, die flaschenweise nicht alkoholischen Getränke. Also der Barkellner, der war ja richtig begeistert, wie man ihn dann darauf angesprochen hat. Der war fast nicht mehr einzubremsen, das alles zu präsentieren und zu zeigen. Ja. Und war dann auch, also klar, ne? Ein Cocktail mit Alkohol schmeckt wie ein Cocktail mit Alkohol und ein Cocktail ohne Alkohol schmeckt wie ein Cocktail ohne Alkohol. Aber er war, das, was sie uns gemacht haben, waren wirklich sehr, sehr gut im Großen und Ganzen. Ich habe da an anderen Stellen schon Sachen gegessen und gedacht, ja, okay, das ist halt, da waren wir vorhin bei diesem Thema gesunde Küche im Marquis. Da schmeckt es und woanders schmeckt gesunde Küche vielleicht manchmal nicht so toll. Man macht dann halt so diesen Körntelfresser-Kompromiss, weil man gesund sein will, aber wirklich gut ist es dann nicht mehr. Mhm. Und bei den Cocktails, die ich bis jetzt hatte, hier die alkoholfreien,
da ist kein großer Abstrich, nein. Ja, sondern es ist für sich auch ein Genuss. Und das eben ist so dieser Konflikt, in dem, eigentlich ist es ja gar kein Konflikt, ich bin total glücklich, ja. Dass ich ein leckeres Getränk am Abend trinken kann, ohne dass ich eben zu viel Alkohol trinken will, weil mir geht es nicht darum, Alkohol zu trinken, genau. Sondern mir geht es um den Geschmack. Genau. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Trend. Oh, und ähnliches Beispiel wäre auch, als wir beim Salt the Chef's Table waren, für jemand, über, den, der, über den reden wir eh noch gleich, aber es ist ja für jemand, der keinen Alkohol trinkt, einfach unfassbar schön, mit allen Gästen anzustoßen und dann mit einem Glas, in dem alkoholfreier Wein ist. Und es gibt Rot, es gibt Weiß, es gibt Champagner, es gibt alles heutzutage. Und man freut sich, weil man einfach in der Geselligkeit zusammen, gemeinsam ist und dann auch ein gutes Getränk dazu trinken darf, ohne dass es dann eine Cola Zero oder Wasser einfach sein muss. Ja. No? Chef's Table. Chef's Table. Erzähl mal. Chef's Table. Was ist der Chef's Table? Also Chef's Table kennt man natürlich von Kreuzfahrtschiffen. Das gibt es auf eigentlich fast jedem Schiff in irgendeiner Form, wo eben der Küchenchef einen relativ kleinen, ausgewählten Kreis von Passagieren, die dafür ja auch nicht ganz unerheblich bezahlen, das ist bei euch auch nicht ganz billig, ich glaube 180 Euro, Dollar. Eben ein besonderes Abendessensgenuss, in dem Fall ja auch mit Weinbegleitung, präsentiert. Aber ihr habt das mit Salt kombiniert nochmal. Ja, genau so ist das. Also es gibt der Salt Chef's Table ist in dem Salt Lab, wo auch der Kostkoch stattfindet, ist hier an Bord der Nova auf Deck 10, also ziemlich eigentlich ganz oben. Schöner Blick zum Sonnenuntergang. Ein unfassbar schöner Blick zum Sonnenuntergang. Da wird dann auch die, wenn der jetzt das Schiff gerade in die richtige Richtung fährt, dann wird auch mal das Essen kurz pausiert und dann geht man auf eine wunderschöne Freiterrasse, die angegliedert ist, um den Sonnenuntergang zu genießen. Das Konzept an sich ist insofern sehr stimmig gemacht, weil eben eine ausgewählte, sehr spezielle, mit unfassbar seltenen, wie sagt man, Ingredienzien-Zutaten zubereitet wird, ja, für die Gäste. Also ich fand es persönlich unfassbar, aber den schwarzen Reis, wann hast du schon mal schwarzen Reis gegessen? Ungewöhnliche regionale Sachen, wo genau. Der Chef auch gesagt hat, den muss er auch lokal einkaufen, den kann er sich nicht mit dem Container keine aus Chance. Miami holen. Genau, also es muss wirklich danach gesucht werden, dann wird das Menü fertiggestellt und dann wird es vor einem gekocht. Wir waren jetzt nur zu fünf, das heißt, wir hatten zwei Chefs, sehr die exklusiv. Uns bekocht haben. Wir hatten einen Maître d', wir hatten einen Sommelier. Wir hatten die zwei Barkeeper der Salt Bar, die dann auch immer abwechselnd reinkamen und die entsprechend komplementären Getränke gereicht hat. Aber es geht bis maximal 18 Teilnehmer, glaube ich. Ich glaube, ja, 18 Teilnehmer ist das Maximum. Eben die Anzahl der Kochplätze auch. Aber da muss man muss nicht selber nicht kochen. Also man kann wirklich zuschauen. Es wird dann ich würde mal sagen, es ist auf Sternenniveau oder zumindest auf ein Sternenniveau, wäre man ein bisschen überfordert, das selber zu kochen. Wahrscheinlich. Nein, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und muss man mal probiert haben. Muss man mal machen. Kann ich nur empfehlen. Ich konnte mir auch nichts vorstellen. Ich hatte das Vergnügen, mit dir jetzt eben dort essen zu gehen. Und ich bin selber persönlich sehr begeistert. Und du hast gesagt, ich soll leise reden, weil sonst das Mikrofon übersteuert. Da würde ich jetzt fast ein bisschen lauter werden wollen. Die Begeisterung zu groß. es war sehr, sehr lecker. Und es waren halt auch wirklich überraschende Sachen dabei. Ne? Also auch mal ich denke, es war ein Kaisergranat oder sowas. Also es war kein Kaisergranat. Also irgendeine ganz spezielle Garnele, Tiefseegarnele. Ja, ganz rot. Von einer ganz bestimmten Stelle vor Sizilien. Keine Ahnung, ob sie woanders. In 1000 Meter Tiefe. Ja, also keine Ahnung, ob sie Garnele woanders vielleicht in der Form auch nochmal irgendwo gibt. Aber jedenfalls dort kommt sie her und dort muss man die auch her besorgen letztendlich. Genau. Und die war dann roh. Also ich würde normalerweise keine rohen Garnelen essen, aber das war in so einem rohen Salat mit drin. Das war wahnsinnig lecker. Der in einer Austernmuschel mit Gold. Aber eben, mit ja klar, aber der eben genau diese Garnele, so einen leicht süßlichen, also süßlicher Geschmack bei Garnele klingt jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm, aber es war ein ganz, ganz angenehmer, smoother Geschmack. Das ist spannend, wenn einem der Chef das vorher erklärt und eben die Zusammenhänge und wo die herkommt und so weiter. Das fand ich wirklich ein tolles Erlebnis, solche Lebensmittel dann sehr, sehr detailliert einfach bei so einem zu essen. Und dann sind 180 Euro inklusive Weinbegleitung, der bei uns auch ein sehr leckerer Wein war, finde ich jetzt auch nicht zu viel dafür. Ich glaube, die Argumentation, warum sowas ganz, ganz toll sein kann und wirklich, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Englisch spreche, was auch wissenserweiternd oder horizonterweiternd ist, glaube ich, der richtige Begriff. Das, was der Chef zu uns gesagt hat, wenn er kocht, kocht er aus Liebe. Und er möchte, weil es seine Küche ist, dass wir uns bei ihm zu Hause fühlen.
Und diese Interaktion, dieses Erklären, dieses gegenseitige Unterhalten, die Fragenstellungen, es ist ja alles... Bringt einen zumindest so ein bisschen in die Nähe dieses Zuhauses. Es bringt einen in die Nähe des Zuhauses. Ich meine, ich wünschte, ich hätte so einen Blick zu Hause, um ehrlich zu sein. Ja, da kann ich zu Hause jetzt bei mir auch nicht ganz mithalten, weil mein Blick nicht schlecht ist, aber ja. Bei uns in Bayern ist schon schön, aber... Mehr Blick mit Sonnenuntergang, da komme ich nicht mit, leider. Nein, nein, in der Tat nicht. Nein, aber das ist Salt Chef's Table und ja... Eine sehr, sehr gute Ergänzung. Auch für Gäste, die sagen, ich möchte mich mal richtig gut bekochen lassen und möchte dann noch ein bisschen mehr dazu erleben, ohne dass ich jetzt zu tief in das Soll-Thema eintauchen möchte. Also die Möglichkeit besteht. Ja. Lass uns noch ein bisschen über Ultraluxus sprechen, oh. Was ihr ja seid. Wie weit, also jetzt gerade so in Richtung Kulinarik, auch wie weit treibt ihr denn das? Also Champagner, klar, ist, gebe ich ehrlich zu, trinke ich ganz gerne mal ab und zu ein Gläschen. Das ist was echt Schönes, wo man sich am Nachmittag um 4 an den Pool setzt und dann mal erst Champagner so kurz, wenn die Sonne sich langsam senkt, trinkt. Ich kann bei euch jederzeit mir einen Kaviar bestellen. Ich glaube an der Bahn nicht, aber in den Restaurants, oder? Egal, du kannst es auch bestellen, wo du es möchtest. Also wenn du jetzt sagst, du sitzt am Pooldeck und sitzt da ganz gemütlich und fragst den Kellner, dass du gern ein bisschen Kaviar haben möchtest, dann bekommst du den natürlich. Wie weit treibt ihr den Ultraluxus, die Dekadenz, sage ich mal? Krieg ich bei euch auch das goldplatinierte Tomahawk Steak von Ripperi, wie damals in, glaube Dubai, wo er das bestellt? Oder nein. Wäre das dann over the top? Es würde sich meiner Kenntnis entziehen, wenn es so wäre. Ich versuche das so zu formulieren. Ich bin mit dem Begriff Ultraluxus ein bisschen überfordert, weil das Thema Luxus ist natürlich ein unglaublich individuelles Thema. Es ist für jeden was ganz Eigenes. Und ich glaube, wenn hier jeder das findet, was er sucht, dann haben wir gewonnen. Also dann hat der Gast gewonnen, wir haben gewonnen, alle sind glücklich. Weil das empfindet der Gast als Luxus. Das heißt, für dich wäre es jetzt dann, wie du es gerade so schön sagst, kann ich denn da ein Kaviar bestellen und du wärst danach beseelt, dann ist es genau richtig, dann ist für dich das Ultraluxus. Mag für mich was ganz anderes sein. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach die Freiheit zu haben, zu bestellen, was man möchte, auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Das Thema All-Inclusive wird ja bei uns auch immer sehr groß geschrieben und in den breiten Graden muss man dazu sagen, ist es aufgrund von diversen Erlebnissen mit Inseln in der Karibik in den 80er Jahren All-Inkle. Naja, da magst du recht haben, aber wer weiß das schon. Das noch kurz erwähnt, bei den Salt-Ausflügen sind ja zum Teil sogar die Ausflüge im Reisepreis inklusive. Ne? Bei den Salt-Ausflügen selber nicht. Die Salt-Ausflüge, Salt selber nicht, ich dachte, da wäre auch zu nein, oder nein, nein, die okay, Salt-Ausflüge, Salt die, weil die sind so speziell, ja, so kuriert, okay. da müssen wir was verlangen. Ja. Aber es ist sicherlich viel weniger, als was man normalerweise verlangen würde. Da eben nochmal trotzdem zu diesem, es passt eigentlich mit dem All-Inclusive. Das All-Inclusive haben wir deswegen, damit jeder Gast die Möglichkeit hat zu bestellen, was er will, wann er will. Das hat weder was mit Qualität. Ohne sich da groß Gedanken drum genau. zu machen, weil ich kann es nicht. Das ist eine gewisse Freiheit. Das ist eine gewisse Freiheit. Und ich sag mal, es geht ja nicht darum, dass wir Abstriche bei der Qualität machen. In keinster Weise. Aber wir sind es ja nicht gewohnt normalerweise. Deswegen... Bestell, was du möchtest, wann du es möchtest. Du hast eine ganz, ganz große Auswahl. Natürlich könnte ich jetzt sagen, es gibt immer eins obendrauf. Ja, wir haben eine Connoisseurs-Weinkarte. Da sind dann die richtig teuren Weine auch drauf. Aber ich kenne keinen, der nicht auch mit den inkludierten Weinen glücklich ist. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Eine sehr, sehr große Auswahl, die auch von einem hervorragenden Sommelier jeweils zu der Destination ausgewählt wird. War da nicht letztens ein grüner Veltliner dabei? Ja. Erstaunlicherweise hier im Mittelmeer, aber es hat gepasst. Er hat wunderbar gepasst. Es war auch nicht im Sold, aber es hat genau gepasst in dem Restaurant und zur Speise. Also es wird dann schon genau ausgewählt. Und nochmal, es geht um die Freiheit, einfach vom Essen oder von dem Platz, wo ich bin, aufzustehen, mich zu freuen, dass ich so einen schönen Moment genießen durfte, mich beim Kellner zu bedanken. Der Kellner bedankt sich natürlich auch und man geht. Man muss nicht noch zusätzlich irgendwas unterschreiben. Ja. Das fällt alles weg. Und auch beim Abendessen. Das ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Es ist eine unfassbar entspannte Atmosphäre. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann kommt man ganz schwer in die Realität zurück. Mhm. Ja. Sollte man an Bord bleiben. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Schwer in die Realität zurück ist, aber natürlich nach Kreuzfahrt immer ein schwieriges Thema. Hier vielleicht besonders schwierig, gebe ich ehrlich zu. Eine Momentaufnahme ist eine Reise. Und in dem Moment, wenn man auf Reisen ist, ist diese Reise Realität. Sehr schönes Schlusswort. Lieber Andreas, ich danke dir ganz sehr herzlich, gerne, dass du dir die Zeit genommen hast, also ja jetzt nicht nur für unsere halbe Stunde Podcast, sondern dir die Zeit genommen hast, mit mir mehrere Tage nochmal
auf Reisen zu gehen, um die Silvanova eben gerade unter diesem kulinarischen Aspekt ganz, ganz genau anzuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in den Tagen das auch nochmal deutlich besser verstanden als nach den 3 Tagen Einführungsfahrt, wo es ja immer so ein bisschen hektisch und stressig zugeht, wo man nicht alles ausprobieren kann, wo man den Bildern, dem Video vom Schiff hinterherrennt, ganz, ganz viel recherchiert und Interviews führt. Insofern ist so ein paar Tage extra nochmal ganz spannend, um eben so ein Thema ausführlicher zu beleuchten und dann eben zu sehen. Ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, zu zeigen, was an dem SALT-Programm nochmal ungewöhnlich und besonders ist. Und ich finde das wirklich faszinierend. Das Einzige, was mir echt schwerfällt, das muss ich dir ehrlich sagen, ich bin ja jetzt insgesamt dann, glaube ich, 8 Tage, glaube ich, an Bord gewesen des Schiffs mit den 2 Reisen zusammen und ich habe es immer noch nicht geschafft, alles, also gerade was die Restaurants angeht, Bars angeht, überall dort mal zu sein, alles zu probieren, was ich gern probiert hätte. Allein die Salt Kitchen hier, wie ich gestern die Speisekarte gesehen habe, war so mein erster Impuls, kann ich alles haben, weil es wahnsinnig lecker und morgen ist ja schon, also gut, wir sind jetzt 2 Tage in Marokko, da ist wahrscheinlich 2 Tage die gleiche Karte. Casablanca ist noch ein bisschen anders. Also nochmal anders. Natürlich, sogar. Natürlich. Okay, dann ist das, also ist eine echte Herausforderung, ja, weil so viel Auswahl ist, dass man da ja schon fast 2 Wochen reisen muss, um irgendwie das komplette Erlebnis mitzunehmen. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen speziell, weil ich natürlich immer dahinter bin, alles zu erleben. Da ist vielleicht der normale Gast ein bisschen, gut, der wählt sich das aus, was ihn wirklich persönlich sehr interessiert. Ich wähle mir natürlich beruflich das aus. Beruflich wähle ich dann alles aus, weil ich für die Leser alles ausprobieren will. Okay. Aber ich höre bei dir so ein bisschen persönliches Interesse. Insofern herzlich willkommen, immer gerne wieder eingeladen. Es gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich zugeben. Das Soll-Konzept überzeugt mich sehr und finde ich sehr faszinierend. Freut mich. Lieben Dank dir. Sehr, sehr gerne. Franz, ich habe Hunger. Ich jetzt nicht mehr, das weil ich habe an Bord so viel gegessen und so viel ausprobiert. Das hast du nun davon. Jetzt habe ich so ein bisschen das, an meine Grenzen. Obwohl ich schon zu Abend gegessen habe. Ich habe jetzt Hunger. Ich will unbedingt da auch mal hin und was essen. Also, muss wirklich sehr, sehr lecker gewesen sein. Also ist vor allem halt auch wirklich was Besonderes durch diese lokale Küche. Du bist ständig in diesem Konflikt. Ja? Du möchtest am Abend eigentlich immer in dieses Salt-Restaurant gehen, wo es die jeweils lokalen oder regionalen Spezialitäten gibt. Auf der anderen Seite sind auch die anderen Restaurants an Bord. So toll. Also das ist schon fast ein Kampf, wo geht man am Abend eigentlich zum Essen hin? Das ist gemein. Weil die Auswahl so groß ist. Weißt du, was ich heute Abend gegessen habe? Gebratenen Reis mit Gemüse. Ja, ist auch schön. Ja. Also wäre eine schöne regionale Spezialität auf dem Schiff, wenn das Schiff gerade mal in China unterwegs wäre, vielleicht. Richtig. War heute chinesisches Essen. Ja, das war auch sehr lecker, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was du da verschnabuliert hast. So, wir gehen gleich in die Aftershow. Die bekommen all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Und heute geht es dort um einen Butler. Franz hat nämlich mal ausprobiert, wie das so ist, wenn man einen Butler hat, der für einen alles tut. Genau, weil sowas gibt es auf der Silvanova auch oder nicht. Für jeden Passagier, weil jede Suite Butler hat. Genau. Und wie er das empfunden hat, was er da erlebt hat mit seinem Butler, das gleich in der Aftershow. Und wenn Sie uns auch finanziell unterstützen wollen, dann finden Sie alle Informationen auf cruisetricks.de. Wir würden uns freuen und dann gibt es, wie gesagt, dann noch dazu die Aftershow. Danke fürs Zuhören für diese Woche. Wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder. Und ich bin mir sicher, Franz hat dann wieder gut gegessen in 2 Wochen. Wir werden sehen. Kann schon sein, ja. Bis dann. Bis tschüss. Dann, ciao, servus.